Das Thema ist Beituka Amanatun. Einer wichtigen Themen, was in der Dawa leider vernachlässigt worden ist und wenig gesprochen wird. Beituka Amanatun, dein Haus ist dir anvertraut. Dein Haus, deine Familie ist dir anvertraut. Dieses Thema wurde leider von uns Muslimen vernachlässigt und ich werde eine Art von Vortrag heute hier machen, was vielleicht nicht ein Gewohnheitsvortrag ist, sondern eine verschiedene Art verwenden, wo wir alle darüber Gedanken machen sollen. Und ich will mit einer Geschichte anfangen, was hat Ibn Rumi in seinem Divan, Kitab al-Divan al-Rumi geschrieben hat, eine Geschichte über einen Mann und Frau, die in der Wüste, im Sahra leben und sie sind weit vom Stadt entfernt und dieser Beduine ist sehr zufrieden mit dem Wali, dem Gouverneur des Stadtes und sagt zu seiner Frau, hätte ich einen Besitz gehabt, hört diese Geschichte richtig zu, hätte ich einen Besitz gehabt, so hätte ich dem Gouverneur ein Geschenk gebracht. Aber ich bin arm. Wir leben in der Wüste. Wir haben nicht mal genug zu essen. Was soll ich dem Gouverneur, den ich liebe, der so gut ist zu den Muslimen, wie soll ich ihm ein Geschenk geben? Und überlegt sich. Seine Frau sagt, in der Wüste das Wertvollste ist das Wasser. Fülle in eine Flasche, in einen Krug, Wasser rein und geh in die Stadt zu dem Gouverneur und sag, O Gouverneur, ja Wali, das ist mein Geschenk zu dir, das Wertvollste, was ich besitze. Zu Liebe zu dir möchte ich dir dieses Wasser schenken. Daraufhin der Mann sieht, dass diese Idee, was die Frau erzählt hat, seine Ehefrau erzählt hat, eine gute Idee ist. Daraufhin, er nimmt vom Wasser aus dem Brunnen und tut es in einem Krug rein und geht zur Stadt. Und er kommt vor dem Palast des Gouverneurs und die Soldaten, die Wächter, die vor dem Eingang des Palasts stehen, fragen ihn, was möchtest du? Der sagt, ich habe einen besonderen Geschenk. Ich will das zum Gouverneur bringen. Und die Wächter dachten, das ist wirklich ein besonderer Geschenk. Und haben ihn durchgelassen. Die dachten, der ist vielleicht vom Gouverneur ein besonderer Person. Und so ist er zum zweiten, dritten Türwächter gekommen, bis zu dem Sekretär oder dem Stellvertreter vom Gouverneur. Das heißt, alle Türen ist er durchgekommen. Als der Stellvertreter ihm gesagt hat, was möchtest du, hat er gesagt, ich habe ein Geschenk gebracht, dem ich persönlich zum Gouverneur geben möchte. Der Stellvertreter hat gesagt, was ist da drin? Er hat gesagt, da drin ist das Wertvollste, was ich besitze in der Wüste. Und das ist mein Wasser. Daraufhin hat er gesagt, lass mich reinschauen. Hat gesehen, Wasser. Und daraufhin hat gesagt, warte hier, ich werde dem Gouverneur fragen. Und dann werde ich dir Bescheid sagen, ob er mit dir treffen möchte, sehen möchte. Daraufhin kommt der Stellvertreter zum Wali rein und sagt, draußen ist ein Mann, ich glaube, der ist krank, sagt der Geist ist krank, hat schmutziges Wasser in den Krug gebracht und will dir das unbedingt schenken und möchte dir es unbedingt schenken. Der Wali sagt, lass ihn rein, ich will ihn sehen. Und als er reinkommt, sagt der Mann, ja Wali, ich und meine Frau lieben dich sehr, da du ein guter Mensch bist und unterstützt die Armen und hast guten Ruf unter den Menschen. Deshalb als Dank haben wir gedacht, dir was das Wertvollste, was wir haben, zu schenken. Und das ist das Wasser in der Wüste. Mehr Wertvolleres haben wir nicht. Daraufhin sagt der Wali zu seinem Stellvertreter, nimm das Wasser und fülle es mit Gold
und schenke es ihm zurück. Daraufhin der Stellvertreter ist sauer auf den Wali und sagt, warum hast du einen Beduine, der dir nichts gemacht hat, außer einem schmutzigen Wasser geschenkt hat, so groß belohnt und ich bin dein Stellvertreter und ich verteidige dich, ich lobe dich und du hast niemals zu mir oder zu deinen anderen nahestehenden Personen so viel geholfen. Daraufhin sagt der Wali ein Wort und das ist wichtig. Der Wali sagt ein sehr, sehr wichtiges Wort. Ich habe in seine Augen hineingeschaut. Zu diesem Beduine habe ich in seine Augen hineingeschaut und habe gesehen, dass er war ehrlich. Seine Liebe zu mir war ehrlich und jeder bekommt nach seiner Ehrlichkeit seinen Lohn. Hier ist die Geschichte zu Ende. Der Autor, der diese Geschichte geschrieben hat oder erzählt hat, sagt, das war die Belohnung von einem menschlichen Gouverneur gegenüber einem Menschen. Ein Mensch belohnt den Mensch, weil er zu ihm ehrlich war. Wie ist es dann mit Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten, wenn du zu ihm mit Ehrlichkeit dienst, wie wird er dich dann empfangen und wie wird er über dich freuen? Deswegen, jede Sache fängt an mit Ikhlas, mit aufrichtiger Absicht. Dieses Thema, dein Haus ist dir anvertraut, fängt mit Ikhlas an. Deswegen, diese Geschichte soll uns dafür führen, dass wir, wenn ein Gouverneur so viel Freude schenkt, jemandem, der zu ihm ehrlich ist, wie ist es dann mit Malik al-Dunya, dem König, dem diese Erde und alles gehört? Wie wird er dann den Mensch empfangen, der mit Ikhlas zu ihm gekommen ist? Deswegen ist nicht wichtig, wie groß dein Tat ist. Wichtig ist, wie groß deine Absicht ist. Es ist nicht wichtig, wie viel du Taten tust. Denn es gibt wie viele Menschen, die viel Taten tun, aber wenig Lohn bekommen. Und es gibt Menschen, der tut wenig, aber hat bei Allah Azza wa Jalla einen gewaltigen Belohnung. Und der Grund ist, weil er seine Absicht, seine Nähe war richtig. Deswegen sagt Nisaburi, einer der großen Gelehrten, wenn du stehst vor den Menschen und predigst, du machst deres Vorträge, die Leute bewundern dich, freuen deine Äußerliche, wie du dich verhältst, aber vergisse nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch deine Innere kennt, was du vorhast. Vor den Menschen kann man sich verschönern, aber Allah azza wa jalla weiß ganz genau auch, was in den Brüsten rumläuft. Deswegen möge Allah azza wa jalla uns einen reinen Absicht geben. Nas'alullah al-Ikhlas. Möge Allah azza wa jalla uns Ikhlas, Aufrichtigkeit in der Absicht und in der Gottesfürchtigkeit, Standfestigkeit geben. Gab es eine Frau, die hatte Angst. Sie hat immer geweint und wurde gefragt, warum weinst du? Sie hat gesagt, ich habe Angst, weil ich sterben werde. Sie haben gesagt, das ist normal, du bist eine gottesfürchtige Frau, du betest immer. Du bist eine gläubige Frau, du glaubst an das Qadar, was vorgeschrieben ist. Das sei es gut oder böse. Wie kann es sein, dass wie du eine Muslima Angst hast, über was? Über den Tod. Dann hat sie gesagt, ich habe nicht Angst, weil ich sterben werde. Ich habe Angst, wenn ich sterbe, was mit meinen Kindern passieren wird. Und das sagt Allah Azza wa Jalla im Surat al-Baqarah. Dass der Mensch hat Angst, dass er hinterlässt schwache Kinder,